Naja, ein Bitcoin steht gerade bei 100.000 US-Dollar ungefähr. Ich glaube, wir würden sofort verkaufen. Okay. Vergangene Woche schrieb Bitcoin Geschichte. Erstmals in seiner Historie stieg die Kryptowährung auf über 100.000 US-Dollar. Bullische Stimmung an den Kryptomärkten natürlich. Und wir wollen heute mal wissen, was denn an dem Hype dran ist und fragen einfach mal hier auf dem Berliner Alexanderplatz herum, was die Leute denn so über Bitcoin wissen. Ja, was ist denn das Erste, woran du denkst, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Ja, Geld auf jeden Fall. Irgendwie anlegen oder so, genau. Wertsteigerung. Wertsteigerung und bei Ihnen? Einfach nur digitale Währung. So, what is your first thought when you hear the word Bitcoin? First comment, money. Money? Money, yes, yes. Investments. Investments, money, good investments. Yeah. Definitely. War vor langer Zeit sehr im Hype, ist dann relativ hochgekommen. Mittlerweile hört man eigentlich fast gar nichts mehr drüber. Fake. Fake? Why? I don't know. Yeah, it looks like share. Like a pyramid, I think, the first time. So, and I was thinking about to buy it. Mm-hmm. And then I said, oh no, it looks like a fake something. It's not real, but now it is pretty real. So what is your first thought when you think about Bitcoin? As a new age, an alternative thing where there's no central control. So, yeah, it's a new age, basically. I don't know. It was a really good investment a few years ago, actually. And if we had invested then, maybe now we would have been millionaires or something. I don't know. Was würdest oder woran denkst du, wenn du an das Wort Bitcoin denkst? Dann denke ich als erstes. Ich denke daran, dass ich am Freitag zum ersten Mal in Bitcoin investiert habe. Am Freitag hast du das erste Mal in Bitcoin investiert. Zu welchem Kurs, wenn ich fragen darf? Ich habe nicht direkt in Bitcoin investiert. Ich bin über ein Zertifikat gegangen. Vielleicht haben Sie ja vor kurzem mitgekriegt, dass Bitcoin zum ersten Mal in der Geschichte 100.000 US-Dollar geknackt hat. Wäre das dann ein richtiger Zeitpunkt für Sie, vielleicht zu investieren? Zu spät. Zu spät? Warum? Man hätte früher investieren sollen. Haben Sie denn in Bitcoin investiert? Ja. Ja? Ja. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Wie schaut es mit Ihnen aus? Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte zu Bitcoins, gar nicht. Aber ich meine jetzt, wo Bitcoin so einen hohen Wert hat, wäre das vielleicht ein Grund für Sie, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ja, schon, denke ich schon, ja. I mean, it reached $100,000 last week, so there seems to be like a huge demand for it. Would you maybe reconsider your choice? No. Why not? Still, it still looks like, how you say that? Fake. It still looks for me like fake. It's sketchy. Yeah, it's not real money. Okay. So it's not in my hand. So it's bits and bytes. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, vergangene Woche hat Bitcoin das erste Mal in seiner Geschichte 100.000 US-Dollar erreicht. Wäre das vielleicht ein Grund, der Sie umstimmen könnte, warum Sie sagen, oder wo Sie sagen würden, ich würde da jetzt vielleicht doch rein investieren? Also ich glaube, für mich empfinde ich es so, dass ich mir einfach zu wenig auskenne bei dieser Sache. Oder andersrum, von dem, wo das komisch nichts gehalten hat davon und vom Bekanntenkreis schau gehört habe, wie sie da Minus gemacht haben und so. Ich habe mich einfach zu wenig befasst damit und wenn ich mich vielleicht mehr befasst hätte und vielleicht auf einem neuen Stand wäre, ja, unter Umständen bin ich eigentlich für alles hier offen, aber da habe ich momentan null Ahnung. Also ich meine, Bitcoin steht jetzt bei 100.000 US-Dollar. Wäre das vielleicht ein Grund, wo du sagen würdest, ja, da würde ich jetzt rein investieren? Ja, gute Frage. No, definitely not, because it's way too high. The investment's too high. Wait for it to drop and then maybe put into and then let it go back up again. Definitely. Maybe other different kinds of coins. Say like what do you have at the moment? What other shit's going about? Like Forex trading, different kinds of things, and then maybe jump into Bitcoin later on. Definitely. Do you have any Bitcoins or some other cryptocurrencies? No, I do have Coinbase on my phone as an app, and then I've bought like smaller coins, like cheaper, when they first started out. But no, never Bitcoin, no. Was glaubst du, was sind denn so Gründe, warum Bitcoin so hoch stehen könnte? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich vom Wert her irgendwie höher später.
And I mean, Bitcoin reached last week for the first time $100,000. Would it be a right time for you to invest now? Yeah, I've got some. Yeah. Do you hold any Bitcoin? Yeah. Also, any other cryptocurrencies? Yeah, a few smaller cryptocurrencies, Ethereum, a couple of meme coins, just in case. And what do you think is the biggest advantage of Bitcoin? What, over the other ones? Yeah, but also like fiat currencies, for example. Well, it's decentralized, for start, and it is the original coin, so it's always going to be probably the most reliable, the most well-known, the most used. Und wenn ich Ihnen jetzt einen Bitcoin geben würde, was würden Sie damit machen? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Tut mir leid, also. Weiß ich, da nehmen wir noch keine Gedanken. Kaufen, verkaufen, halten, was würden Sie damit machen? Ich weiß nicht, was das, wie viel der wert ist. Naja, ein Bitcoin steht gerade bei 100.000 US-Dollar ungefähr. Ich glaube, wir würden sofort verkaufen. Was würden Sie denn tun, wenn ich Ihnen jetzt einen Bitcoin geben würde? Würden Sie den halten oder verkaufen? Oder weiß nicht, was würden Sie damit machen? Ja, wahrscheinlich würde ich ihn behalten. Ja, bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich, oder? Genau. Okay. And if I would give you one Bitcoin, what would you do with it? Keep it, definitely. Hold on to it. Not sell it? No, never sell it, no. Okay. Not at the moment. Let it see how the market goes, maybe up, down, keep it. Definitely, it's investment for the future, not for today. Und was würdest du tun, wenn ich dir einen Bitcoin geben würde? Würdest du den behalten? Würdest du den verkaufen? Oder ja, was würdest du damit machen? Behalten. Behalten. Mhm. Sonst hätte ich auch nicht gekauft. Das macht Sinn auf jeden Fall. Macht Sinn. Dann hätte ich ja heute schon wieder verkauft. And what do you think are the reasons why Bitcoin reached those 100,000 US dollars? Probably Trump helped quite a lot. And then media, a lot of media speculation. Okay. Was war dein Grund oder dein Hauptgrund dafür, in Bitcoin reinzugehen? Ein bisschen weiter zu diversifizieren, mein Portfolio. Und weil ich glaube, dass da immer noch relativ viel Luft nach oben ist. Und genau, weil ich glaube, weil es einfach um noch ein bisschen breiter zu streuen, weil momentan Luft nach oben, weil immer noch Luft nach oben ist. Und weil ich auch glaube, dass Bitcoin tatsächlich langfristig bleiben wird, auch aufgrund der Situation in den USA. Du meinst die Wahl von Donald Trump, also ist das für dich auf jeden Fall irgendwie ein bullisches Sentiment, was sich da gerade zusammenbraut in den USA? In vielen Richtungen nicht, aber in Bezug auf Bitcoin ja. And if I would give you one Bitcoin, what would you do with it? Nothing. Not selling, not holding, nothing. Yeah. You? I would definitely keep it, but I mean, maybe I'm different than you then. You know, yeah, so. Yeah. I'm the old-fashioned, hardworking, and to getting rich, and then to going stock market. But what is then? Okay, so you would invest then more in stocks or gold, maybe? You did, okay? So. Right. So. Und wenn ich dir jetzt einen Bitcoin geben würde, was würdest du damit machen? Wahrscheinlich erstmal gar nichts. Ich würde es wahrscheinlich erstmal für sich selber arbeiten lassen und dann, wenn ich wirklich Kopf und Zeit dafür hätte, dann wahrscheinlich damit arbeiten dann auch. Und dann langfristig eher halten oder verkaufen? Kommt dann immer auf das Verhältnis an, wie teuer der gerade ist, aber ich würde es wahrscheinlich eher behalten. Okay. And if I gave you one Bitcoin, what would you do with it? Would you hold it? Would you sell it? What would you do? Probably for now I will hold it and we will see where that will get me. Okay. Ja, wir haben heute viele verschiedene Meinungen zu Bitcoin gehört. Vieles mit dabei gewesen, von Skepsis bis hin zu Leuten, die jetzt erst vor ein paar Tagen in Bitcoin investiert haben. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Anerkennung für Bitcoin doch langsam irgendwie zunimmt. Und ja, schauen wir mal, wohin die Reise gehen wird für Bitcoin. Das war's auf jeden Fall von uns. Ihr könnt gerne unseren Kanal noch abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.